ist ja gut gelaunt. Miriam, ich bin genauso traurig wie du. Sieht aber nicht danach aus. Aber gut, wenn man einen Schuss überlebt hat. Na, das ist es nicht. Es gibt Neuigkeiten. Werner hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Wow. Hast du ihn angenommen? Ja. Glückwunsch. Ach, ich kann mein Glück nicht so richtig genießen, solange Felix nicht frei ist. Das ist er hoffentlich bald. Ganz bestimmt. Und solange helfe ich dir, so gut ich kann. Danke, aber ich will deine Hilfe nicht. Du brauchst sie. Alle wollten nur helfen, Barbara. Aber wenn ich nicht auf euch gehört hätte, dann wäre Felix jetzt frei. Das kannst du gar nicht wissen. Der Entführer. Er hat mir noch eine Chance gegeben und die werde ich nutzen. Allein. Miriam, das ist Wahnsinn. Der wird Katz und Maus mit dir spielen. Lass mich das machen. Ich will nicht, dass du dich in Gefahr bringst. Barbara, du hast schon genug getan. Miriam, bitte. Du darfst nicht dein Leben riskieren, um das von Felix zu retten. Ab sofort verhandle ich mit dem Entführer allein. Selbstverständlich, Herr Bachmeier, das kriegen wir doch hin. Alles nach Ihren Wünschen. Ja, bis jetzt haben wir die Parteiveranstaltung aber im Dorf abgehalten, aber ich weiß nicht, das war nichts, also darin ist doch ein bisschen mehr. Also, komfortabler? Ja, genau. Außerdem sind da die Frauen schöner. Schöne Frauen sind eine wichtige Inspiration für uns Politiker. Ach ja? Ja, Frau Dammann wird die Veranstaltung betreuen. Und alles zu ihrer vollsten Zufriedenheit regeln. Ja, wenn sie so tüchtig ist, wie sie hübsch ist, dann sehe ich da kein Problem. Sie ist so hübsch, wie sie tüchtig ist, das garantiere ich Ihnen. Da kann es ja mit unserer Politik nur Bergaufgänger. Ja, ich habe dann auch noch einen Termin, Herr Saalfeld. Hm? Auf Wiedersehen, Herr Bachmeier. Auf Wiedersehen, auf ein baldiges E-Mail bitte an Werner. Ja. Herr Bachmeier, wie geht's übrigens Ihrer Frau? Seit sie in die Hände von denen Quacksalber ist, wird's eher schlechter als besser. Quacksalber? Ja, Kurpfuscher, Dilettanten, Ärzte halt. Ich sag's einer, wenn's in die Hände von denen Mediziner kommen, dann werden sie erst richtig krank. Ja, kann man hoffen, dass es ihnen bald besser geht. Trotz der Ärzte. Sie sagen es. Richten Sie meine besten Genesungswünsche aus. Ja, das mache ich. Ja, also dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Sonnbichler. Wiederschauen, Herr Bachmeier. Was machst du da? Aufräumen. Das lenkt ab. Ja, ich war auch draußen, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Und hat's geholfen? Ich habe Barbara getroffen. Wie geht's ihrer Verletzung? Scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Gut. Übrigens, Robert glaubt anscheinend nicht mehr, dass Barbara hinter der Entführung steckt. Das hat er gesagt? Mhm. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch besser so. Wenn Barbara jetzt seine Stiefmutter wird, kommt so ein Verdacht nicht wirklich gut. Was? Deine Stiefmutter und Roberts Vater wollen heiraten. Davon hat Robert gar nichts gesagt. Wahrscheinlich weiß er das noch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Werner ein bisschen Angst hat, ihm das zu sagen. Wahrscheinlich will er warten, bis der ganze Horror vorbei ist und Felix endlich frei ist. Sag mal. Sind das Laura süße Küsse? Die scheint hier jeder zu lieben, hä? Oh. Tarasch? Das freut mich. Könnte ich vielleicht später zurückrufen? Jetzt ist gerade ein bisschen ungünstig. Okay, danke. Ich melde mich dann, sobald es möglich ist. Wiederhören. Das war das Dufthaus. Sie fanden meine Parfumprobe vielversprechend und sind an einer Zusammenarbeit interessiert. Aber das ist doch eine gute Nachricht. Ja. Ich kann mich aber nicht freuen, wenn Felix nicht hier ist.
Mir geht es ähnlich. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich ihn gesund wiedersehe. Alles wird gut, glaub mir. Ja. Was machst du denn hier? Ich suche dich überall. Ich bringe dich vor wild gewordenen Zimmermädchen in Sicherheit. Du meinst vor wild gewordenen Sängerinnen, oder? Gib's doch zu. Hast du ja einen Fleck. Oh, errät Madame auch was für einen Fleck? Ja, bestimmt Kaffee, oder? Ja, richtig. Und wegen dem bisschen kalten Kaffee lässt du mich einfach mal hängen. Heißer Kaffee, ja. Ich habe mich fast verbrüht. Ach, tatsächlich? Verbrüht hat er sich. Hat auch mit Rita geredet. Ja, stundenlang. Als Mann oder als Manager? Als männlicher Manager. Dann hoffe ich ja, dass jetzt alles klar ist. Kein Dirndl, keine Volksmusik, ja? Die Verhandlungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Was soll das jetzt heißen? Hat sie nachgegeben oder nicht? Ja, noch nicht ganz. Du stellst dir das auch alles so einfach vor, Tanja. Es ist nicht einfach, okay? Man kann über Klartext reden, sonst kriegst du noch so einen Fleck auf deine Jacke. Dirndl oder nicht Dirndl? Halt dich doch einfach da raus, Tanja, ja? Verhandlungen sind Sache des Managers. Du singst einfach. Ja, und es geht mich ja wohl an, was ich singe. Sing einfach. Ich übernehme den Rest, ja? Ich habe Rita voll im Griff. Ja, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, wie du Rita im Griff hast. Haben wir noch Tomaten? Ich glaub schon. Schau lieber nach, sonst müssen wir den Tomatenplan von der Tageskarte streichen. Hubert, ich würde gerne mit dir reden, falls es deine Zeit zulässt. Wenn du es kurz machst? Es ist eine Überraschung. Hoffentlich was Erfreuliches. Allerdings. Naja, jedenfalls für mich. Und ich hoffe, dass du, naja, dass du es auch positiv aufnimmst. Ich dachte, du wolltest es kurz machen. Also gut. Barbara und ich, wir werden heiraten. Mich haut dir sowieso nichts mehr um. Du bist also einverstanden? Würdest du es denn sein lassen, wenn ich nicht einverstanden wäre? Robert, ich liebe Barbara. Das ist mir klar geworden, als sie mir das Leben gerettet hat. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Was soll ich denn dazu noch sagen? Dass deine Gefühle für Barbara nach dem ganzen Hin und Her ziemlich abgegriffen sein müssen? Ja, Robert, ich danke dir für deine Glückwünsche. Was ist denn das? Tomaten? Tomaten? Das ist keine Tomate, das ist die Freundin, das ist Ketchup vielleicht. Hier geht auch wirklich alles im Bach runter. Vielleicht fühlst du dich besser, wenn du mir ein bisschen hilfst. Miriam, kümmere dich doch wenigstens um deine Blumen, sonst gehen die noch ein. Hallo? Frau Tarasch? Wie geht es meinem Mann? Den Umständen entsprechend. Wann machen wir die Übergabe? Übermorgen. Wo, sage ich Ihnen noch? Das ist Ihre letzte Chance. Wenn wieder was dazwischen kommt, ist jemand tot. Kapiert? Unter einer Bedingung. Sie bringen meinen Mann mit. Ich zahle nur, wenn Sie ihn im Gegenzug freilassen. Sie verwechseln da was, Frau Tarasch. Ich bin es, der die Bedingungen stellt. Nein, Sie verwechseln da was. Sie wollen mein Geld und wenn Sie es haben wollen, tun Sie, was ich sage. Sag mal, Miriam, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Wie kannst du dem Entführer Bedingungen stellen? Was ist, wenn er jetzt völlig durchdreht? Das tut er nicht und Felix kommt frei. Was ist mit deiner Alten los? Dreht jetzt völlig durch, hä? Denkt plötzlich, sie könnte Forderungen stellen. Spinnt! Was ist denn los? Kommt sich wohl stark vor mit ihren Millionen, ne? Am liebsten würde ich sie... Mir reicht's langsam mit dir, deiner Süßen und diesem ganzen Pack! Sag, sie wird machen, was sie wollen, ganz bestimmt. Okay. Los zurück, ja? Es reicht, wenn deine Süße missredet!
Warum fütter ich dich hier eigentlich noch durch? Das Geld wollen vielleicht. Das kriege ich auch so. Du bist nur ein Klotz am Bein. Wird Zeit, dass ich dich loswerde.